Wie starte ich ins neue Jahr? Dieses Jahr geht ja dem Ende zu. Wir machen uns ja Gedanken. Ich denke, jeder von uns kennt das, wenn wir uns ja Vorsätze machen, wenn wir uns Ziele setzen fürs neue Jahr. Doch wie starte ich eigentlich richtig ins neue Jahr? Ich würde gerne mit euch ja, in den Jakobusbrief schauen, in Jakobus 4, Verse 13 bis 17. Wir lesen zuerst fangen an mit den ersten beiden Versen. Nun, zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht mal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Der erste Punkt, der für uns wichtig ist, ja, wenn wir ins neue Jahr starten oder der mir auch wichtig geworden ist, dass wir ja mit einer richtigen Selbsteinschätzung leben. Oft ist es bei uns so, dass wir anfangen, Dinge zu planen, wie hier in Vers 13, wo ja gesagt wird, dass wir oft sagen, heute oder spätestens morgen werden wir in die Stadt in die und die Stadt reisen, wir werden ein Jahr dort lang leben, wir werden Geschäfte machen, wir werden viel Geld verdienen. Wir können uns Ziele setzen, im nächsten Jahr auf der Arbeit mehr Geld zu verdienen. Wir können uns Ziele setzen, mehr Karriere zu machen. Wir können uns Ziele setzen, ja, weiter voranzukommen, mehr Erfolg zu haben und sind ganz oft, ja, total selbst überschätzt. Schätzen unser Leben total falsch ein. Denn wenn wir auf die Realität schauen und wenn wir realistisch auf unser Leben schauen, dann ist es wie in Vers 14. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Ja, wenn man realistisch auf unser Leben schaut, so ist es oft ja so, dass wir vielleicht denken, dass wir das Leben im Griff haben. Aber in Wahrheit ist es so, dass das Leben uns im Griff hat. Unser Leben ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein oder wie hier steht, wie ein Dampfwölkchen, das nur eine kleine Weile zu sehen ist. In den Psalmen lesen wir verschiedene Beschreibungen unseres Lebens, dass unser Leben so schnell vergeht. Jeder von uns kennt ja viele Beispiele, denke ich, auch im Bekanntenkreis, wo Menschen vielleicht heute noch lebten und morgen nicht mehr. Es gibt viele Beispiele, wo Menschen spazieren gehen und einfach umkippen und tot sind. Wo Menschen schlafen gehen und morgens nicht mehr aufstehen. Wo Menschen irgendwo hinfahren und auf dem Weg zur Arbeit verunglücken. Wir wissen nicht, was morgen ist. Unser Leben, das ist wirklich, ja, im Vergleich, wenn man das mit der ganzen Welt vergleicht, mit allen Menschen, was ist unser Leben schon? Wie kurz ist unser Leben? Wie schnell vergeht es? Deswegen ist es wichtig, dass wir, auch wenn wir ins neue Jahr starten, eine richtige Selbsteinschätzung über unser Leben haben. Lasst uns die nächsten Verse lesen, Vers 15. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Wie wichtig ist es, mit der richtigen Grundeinstellung ins neue Jahr zu starten? Das ist der nächste Punkt. Wenn wir planen, wenn wir uns Vorsätze machen, ist es wichtig, die richtige Grundeinstellung zu haben und zu verstehen, dass der Herr derjenige ist, der alles lenkt, dass der Herr derjenige ist, der alles in der Hand hat. Auf Grundlage der ersten Verse will Jakobus nicht sagen, dass wir nicht planen sollen. Nein, es ist wichtig, dass wir die richtige Grundeinstellung haben, dass wir ja verstehen, wofür wir das tun, was wir tun, und dass wir verstehen, dass wir unser Vertrauen in dem Herrn haben sollten, dass er derjenige ist, der lenkt, so wie Paulus auch immer wieder gesagt hat: Wenn Gottes will, werde ich zu euch zurückkommen. Ich werde sehr bald zu euch kommen, wenn der Herr es zulässt. Und das sollte unsere Grundeinstellung sein, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben planen. Und ja, auch ein ganz interessanter Vers ist der Vers 17, der so ein bisschen irgendwie doch im ersten Blick nicht ganz passt, aber der auch ganz wichtig für uns ist. Ganz, ganz wichtig.
Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wisst ihr, in den Versen davor ging es um die Zukunftsplanung. Vielleicht wie wir planen, wie das nächste Jahr sein kann. Doch in diesem Vers geht es um die Gegenwart. Meine Lieben, es ist wichtig, dass wir in der Gegenwart handeln. Es ist wichtig, dass wir nicht auf morgen warten, sondern dass wir jetzt das tun, was der Herr von uns will. Dass wir ja vielleicht irgendwelche Dinge, die wir jetzt klären müssen in unserer Beziehung zu Gott, dass wir diese Dinge jetzt klären. Es ist wichtig, dass wir nicht auf morgen warten. Deswegen, meine Lieben, die drei Punkte, die ich genannt habe, sind so wichtig für uns, dass wir, ja, wie ich im ersten Punkt gesagt habe, dass wir mit einer gesunden Selbsteinschätzung leben, dass wir mit der richtigen Grundeinstellung planen und dass wir in der Gegenwart handeln. Wenn du vielleicht deine Beziehung zu Gott jetzt noch nicht geklärt hast, bevor du irgendwelche Dinge planst, klär deine Beziehung zu Gott jetzt. Es ist so wichtig, dass wir die Dinge, die wir jetzt tun können, auch jetzt schon tun und nicht erst auf morgen warten. Und das wünsche ich uns, dass wir ja diese Grundeinstellung haben und dass wir so auch ins neue Jahr starten und verstehen, dass alles in der Hand Gottes ist. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.